Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Sunradshock Unreleased. Ich entführe euch diesmal wieder in die Karibik, denn wir sind noch lange nicht damit fertig, euch meinen Einblick in die Karibik-Kreuzfahrt zu zeigen. Also würde ich sagen, starten wir da, wo wir aufgehört haben, in Guadalupe. Als nächstes ging es für uns nach Dominica, meine absolute Lieblingsinsel, direkt nach St. Martin. Thank you.
pro Tag eine Insel. Nach Guadalupe und Dominica gab es also keine Verschnaufpause. Es ging direkt weiter nach St. Martin. Und ich kann euch nur so viel verraten. Es war der absolute Hammer. Let's go. Karibik-Kreuzfahrt und 8 verschiedene Inseln. Das hier waren nur 3. Die anderen habe ich euch bisher gezeigt. 2 stehen allerdings noch aus. Ein kleiner Hinweis, so viel zur nächsten Folge. Guadalupe, Dominica, St. Martin, darum ging es hier. Und wenn ihr mich jetzt fragen würdet, welche ich davon am besten finde, ja dann würde ich wahrscheinlich zur letzten tendieren. Aber eins kann ich euch sagen, jede Insel hat einfach ihren eigenen ganz besonderen Charme. Und man sieht tatsächlich, wenn man vor Ort ist, dass es ganz verschiedene Einflüsse gibt. Egal ob französisch oder britisch, es finden sich ganz, ganz viele verschiedene Elemente auf den Inseln wieder und das macht so spannend. Aber man muss natürlich auch entspannen, um diese ganzen Impressionen verarbeiten zu können. Und deswegen waren wir gerne mal im Casino, abends beim guten Drink raus oder haben uns den Sonnenuntergang angeschaut. Und deswegen wird es in diesem Sinne genauso weitergehen. Freut euch also auf die nächste Folge. Damit ist nicht zu viel verraten. Hier folgen erstmal meine Lieblingsbilder und Impressionen von den drei Inseln. Viel Spaß dabei und ja, ich freue mich auf euch. Bis dann zur nächsten Folge.